Und hier ist der Mann, der die Queen Mary mit dem Paddelboot aus dem Hafen schleppt. Und das ist kaum zu glauben. Hier ist Kai Pflaume. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe kaum zu glauben. Am Sonntagabend hier im NDR Fernsehen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen auch unserem Rateteam. Bernhard Hoecker, Hubertus Meyer-Burkhardt, Stefanie Stumpf und Vincent Weiß. Unser Rateteam platzt fast vor Neugier, denn sie wollen natürlich herausfinden, warum unsere Gäste heute Abend hier in diese Sendung eingeladen wurden. Und das können sie gleich tun, können sich an unserem ersten Gast ausprobieren. Herzlich willkommen, Philipp aus Bonn. Philipp. Hallo Philipp. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Bernhard guckt jetzt besonders genau hin. Er ist ja auch. Achso, du hast keinen Nachnamen gesagt. Ne? Es steht aber auch nicht irgendwo auf ihm drauf, also so genau musst du nicht hingucken. Ne? Dir viel Spaß und Ihnen, meine Damen und Herren, beste Unterhaltung. Hier ist unsere erste Geschichte, die von Philipp. Naja, wenn er wow. Aus Bonn kommt, muss es was Tolles sein. So, wir haben die Geschichte wieder ausgeblendet. Ich kann damit nicht umgehen. Bernhard startet. Und natürlich gibt es noch einen Ratehinweis. Der Ratehinweis lautet: Stellungswechsel ausgeschlossen. Wie langweilig. 45 Sekunden laufen ab jetzt. Hallo Philipp, einen wunderschönen guten Tag. Suchen wir deinen Beruf. Ja. Ja. Ist es auch dein Hobby? Weil das war so. Okay, wir suchen deinen Beruf. Ist das etwas Wissenschaftliches? Nein. Etwas Politisches? Nein. Ist es ein Handwerksberuf? Ja. Ist es ein klassisches Handwerk, was du halt nur irgendwie besonders ausführst? Also Schreiner. Nö, kein klassisches. Kein klassisches. Okay, das, was du machst, stellst du etwas her dabei? Ja. Ja. Ist es etwas Künstlerisches? Ja. Ist das so groß, dass man es draußen sieht? Nein. Suchen wir ein bestimmtes Kunstwerk von dir? Nein. Ne? Kunstwerk kann man nicht sagen. Ne? 200 Euro. Philipp, guter Einstieg. Und wir kommen zu Hubertus. Philipp, es gab früher das Handwerk des Stellmachers. Geht das in die Richtung? Nein. Nein. Okay, arbeiten Sie mit Holz? Ah, gut. Nur mit Holz? Nein. Auch mit Kunststoff? Nein. Mit Leder? Ja. Mit Holz und Leder überwiegend? Nein. Nein. Das, was Sie bauen, ist das etwas, was ich erwerben könnte? Theoretisch ja. Ich ziehe die Frage zurück. Ist es, dass kommen die Menschen zu Ihnen, wenn sie ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen? Ja, nicht. Nein. Gehen Sie zu den Menschen hin? Ja. Ja. Okay. 400 Euro. Stefanie. Hallo Philipp, diese Menschen, zu denen Sie gehen, könnten das wir sein? Theoretisch ja, aber eher nicht. Nein. Okay. Haben die einen bestimmten Beruf, die Menschen, die Sie zu sich bitten? Ja. Ist es was für einen Privathaushalt? Nein. Nein. Stellungswechsel hieß es, Stellungswechsel. Wechseln Sie etwas? Nein. Oh Gott. Also, ist es was fürs Stadtbild? Kann man das ins, ist es was im Stadtbild? Nein. Nein. Ist es eine Maschine? Nein. Ist es Dekoration? Nein. Ist es, es steht aber? Ja. Und das ist größer als ein Mensch. Ja. Ja, da warst du so auf jeden Fall. Ja, ja, ja. 600 Euro.
Größer als ein Mensch. Vincent. Moin, Philipp. Größer als ein Mensch. Das heißt, kann ich damit praktisch was anstellen? Ja. Was sie bauen? Ja. Kann man was bauen? Ja. Und es ist größer, es ist doppelt so groß wie ein Mensch? Boah. Kann es variieren, wie groß es ist? Ja. Ja. Das heißt, gibt es auch einen kleinen? Ja. Und ich kann nicht es, kann man, braucht man es für sportliche Tätigkeiten? Nein. Braucht man es für, für die, hilft es mir, wenn ich es hätte? Oh, nee. Ich glaube, du könntest, ja. Ich könnte damit nichts anfangen. Ja, das Anfang ist schwierig. Das ist schwer zu beantworten. Frag in eine andere Richtung. Ist es schwer? Ja. Das heißt, man kann es aufgrund des Gewichtes nicht bewegen. Ja. Ja. Okay. Ah. Ja. Deswegen. Ja. Deswegen. 800 Euro. Ja, dann ist doch klar. Ja, ist das künstlerisch. Er ist Künstler. Und Holz und Leder. Also was mir so spontan einfällt mit Holz und Leder ist entweder ein Sarg, die sind auch meistens größer als ein Mensch. Kann man aber meistens bewegen. Weil sonst die es kommt auf den Mensch an, der da drin liegt. Oder Sattler, Autosattler. Stellungswechsel, sagt man das manchmal auch beim Fußball? Macht er vielleicht aus Bäumen so eine Fußballmannschaft, also ein Feld gemacht, lauter Bäume und die Bäume hat er wie Menschen mit Fußball geschnitzt. Sehr. Und die haben halt was an und es ist aus Leder oder Stoff oder so. Sag mal. Und die oder können halt die Bäume einfach nicht verrücken. Sag mal, jetzt hör doch mal auf. Okay, jeder von euch hat noch einen Tipp. Du baust Leichtflugzeuge aus ganz feinem Holz, die mit noch feinerem Leder überzogen sind. Ah. Und damit fliegst du durch die Gegend. Und wenn du landest und zu lange stehst, löst sich alles von selber auf, weil es so unfassbar ökologisch ist. Die Leichtbauflugzeuge sind so schwer, dass man sie nicht... Ja, ja. Ich gebe zu, da ist ein Problem in meiner Logik. Das muss ich zugeben. Das war's nicht. Hubertus. Philipp ist Deutschlands erfolgreichster Hochsitzbauer. Er baut, es gibt niemanden in ganz in Deutschland, der in den Wäldern Deutschlands so geniale Hochsitze baut. Aus Holz, aus Leder, wenn sie einmal stehen, stehen sie da. Und er hat heute nur, um uns zu irritieren, hat er nicht seine Lodenjöppchen an und seinen Forsthut. Aber den holt er jetzt gleich raus und setzt ihn auf und dann haben wir's. Sehr schöne Idee. Ja. Aber ist es nicht. Stellungswechsel. Vielleicht machen sie ganz spezielle Betten. Schwere Betten aus Holz und hinten ist doch die Wand ist doch manchmal mit Leder überzogen. Es sind auch keine übergroßen Betten, nein. Vincent? Okay, ich würde sagen, Philipp, dass es sich um ein Gebäude handelt, das jeder kennt. Du kommst aus Bonn, das heißt, das nächste Wahrzeichen, was da irgendwie ist, wäre bei mir dann so in groß und schwer, größer als Mensch, wäre so der Kölner Dom. Und du bist der einzige Mensch, der den Kölner Dom von innen, die ganzen Holzbänke restauriert hat, alle Bänke und Lederbezüge, du hast alles im Kölner Dom. Du bist der Innenarchitekt des Kölner Doms. Ja. Cool. Ich sag mal so, das ist der Tipp, der am ehesten, also sehr weit weg, ne, aber der am ehesten so in die Richtung geht. Aber es ist auch nicht die Lösung. Aber weil es der Dom ist. Philipp, herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Philipp Kleiss aus Bonn ist Orgelbauer. In vierter Generation. Ich wette, ich kenne 4 oder 5 Mitarbeiter von dir auch nicht. Ich kenne mich Leute, die Orgelbauer und sind. Ja. Seine Firma, er, ne, sie haben die Orgel in der Elbphilharmonie gebaut. Oh. Oh. Und wenn sie einmal steht, dann steht sie. Deswegen kein Nachnamen. Da sind Stellungswechsel ausgeschlossen. Wenn Philipp Kleiss aus Bonn seine Mitarbeiter zur Arbeit pfeift, klingt das so. Ich bin Orgelbauer in der 4. Generation und wir haben in unserer Werkstatt die Orgel für die Hamburger Elbphilharmonie gebaut. Die Elfi, das Konzerthaus der Superlative. Ihr musikalisches Herzstück, die Orgel aller Orgeln. 15 Meter hoch, 25 Tonnen schwer und gut bestückt mit 4.765 Pfeifen. Gebaut wird sie hier in Bonn in der Orgelmanufaktur Kleiss.
Es ist natürlich ein Traum. Eine riesige Orgel in einem sehr komplexen, sehr schönen, sehr spannenden Raum. Und das war für uns eine große Herausforderung und auch eine sehr schwierige Aufgabenstellung. Fast 9 Jahre planen und tüfteln er und sein Team an dem Mammutinstrument. Für sein Herzensprojekt hat er nur Lob in höchsten Tönen. Ich persönlich habe davon jeden Tag geliebt. Ich finde das klasse, dass es so lange gedauert hat. Es hat natürlich für alle Entwicklungen auch deutlich mehr Zeit gegeben. Beim Bau zieht Philipp alle Register. Der exakte Aufbau wird per 3D am Computer geplant. Das Ziel, die Orgel nicht nur über den Köpfen des Publikums thronen zu lassen, sondern mit dem Saal zu verschmelzen. Für die Besucher ist sicherlich eine Besonderheit, dass ich die Pfeifen von außen berühren kann. Das ist etwas, was es sonst im Orgelbau nicht gibt. Und wir haben lange Versuche gemacht, dass es halt eben da nicht so hässliche Fingerabdrücke gibt. Dafür wird ein spezieller Lack aufgetragen. Noch wichtiger ist aber vor allem eines: der Klang. Das erste Konzert in der Elbphilharmonie war für mich super aufregend. Ich war schweißgebadet, hatte Angst, dass irgendwas schief geht. Und es war einfach so packend. Und dann war es aber auch so faszinierend zu erleben, wie das Instrument den Raum mit Klang erfüllt. Seit 2017 begeistert sie das Publikum. Er selbst lässt lieber die Finger davon. Irgendwann hat mein Orgellehrer gesagt, weißt du was, Philipp, spielt sie einfach nicht. Das war für mich so ein kleiner Motivationsrückschlag. Aber natürlich probiere ich unsere Instrumente aus, wenn ich alleine mit denen bin, aber niemals in der Öffentlichkeit. Macht nichts. Für den Wohlklang sorgen andere. Reicht ja, wenn er die besten Orgeln der Welt baut. Philipp Kleiss. Philipp, wir haben ja eben über 2 Materialien gesprochen, die beim Orgelbau zum Einsatz kommen, also Holz und Leder. Welche Materialien gibt es sonst noch? Sonst gibt es natürlich noch Zinnlegierungen für die Pfeifen. Zack, und, 8. Gut, dass die Frage nicht kam. Ja, naja, dann wäre es aber Zinn. Wann wird die Orgel das erste Mal gestimmt? Die wird ja wahrscheinlich bei euch in der Werkstatt nie aufgebaut. Also die ist ja da nie komplett. Wird dann wahrscheinlich erst am Zielort passieren. Genau, die wird bei uns in der Werkstatt immer nur in Teilen aufgebaut, dass wir das technisch vorbereitet haben, dass wir gucken, dass alles passt. Und das erste Mal gestimmt, das nennen wir Intonation, dass jede einzelne Pfeife auf den Raum hin auch klanglich abgestimmt wird für das Zusammenspiel mit den anderen Pfeifen, aber auch natürlich für die Akustik des Raumes. Ja. Und muss sie nachgestimmt werden nach einer gewissen Zeit? Gott sei Dank, das wäre ja dramatisch, wenn nicht. Ja, könnte ich ja nie wieder nach Hamburg kommen. Ja, das stimmt natürlich auch. 1000 Euro sind es heute Abend geworden, Philipp. Ja. Viele Grüße ans gesamte Team, an die ganze Mannschaft. Ja, und viel Erfolg weiterhin, viele spannende Projekte auch in der Zukunft. Ganz herzlichen Dank. Philipp Kleiss aus Bonn, danke für den Besuch. Unser nächster Gast, herzlich willkommen, Sibylle Brandl aus Tutzing in Bayern. Hallo Sibylle. Hi. Am schönen Starnberger See? Richtig. Ah, da kann man es aushalten, ne? Ja, ich bin jeden Tag schwimmen. Ja, das ist gut so, ne? So, wir starten jetzt mit Hubertus in der 2. Runde, Sibylle. Er wird als erster seine Fragen stellen. Aber zuerst der so wichtige Wissensvorsprung für Sie. Schwieriger Mix. Erzählen Sie. Das wusste sie selber nicht. Geschichte ist wieder ausgeblendet. Hubertus, der Raterhinweis lautet: hart, aber herzlich. Guten Abend. Suchen wir nach Ihrem Beruf. Ja. Ist das ein Handwerksberuf? Nein. Ist es ein Dienstleistungsberuf? Nein. Sind Sie bei der Polizei? Nein. Hart, aber herzlich? Gut. Ist es ein. Stellen Sie etwas her? Nein. Kann ich zu Ihnen kommen und Ihren Beruf in Anspruch nehmen? Grundsätzlich ja. Jo. Grundsätzlich ja. Oder würden Sie eher zu mir kommen? Nee. Arbeiten Sie in einer Werkstatt? Nein. In einem Büro? Nein. Zu Hause? Nein. Ah, okay. arbeiten Sie mit Kollegen zusammen? Ja. Ist der Beruf etwas Seltenes? Ja. Oder ist das, was Sie tun mit dem Beruf, selten? Ja. Jo. Das ist das Seltene. Ja. Ist es draußen, in der frischen Luft? Ja, auch. Auch. Auch.
200 Euro, Sibylle. Stefanie. Suchen Sie etwas dabei? Nein. Sammeln Sie etwas dabei? Nein. Auf? Ist es etwas, was hat es Art Nahrung was damit zu tun? Nein. Forschung? Nein. Hat es was Künstlerisches? Ja. Hm. Kunst? Schriftlich? Nein. Musik? Nein. Film? Ja. Film. Okay. Machen Sie selber Filme? Nein. Sind das Filme über ein bestimmtes Thema? Nein. Sind es Dokumentationen? Nein. Fiktion? Möglicherweise. Ja. Hat das was mit Historie zu tun? Nein. Trickfilme? Nein. Ja, wir sind bei 400 Euro. Und Vincent, was fällt dir dazu ein? Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir jetzt hoffentlich beantworten kann. Liebe Sibylle, Film und Kunst. Sind Sie Schauspielerin? Nein. Haben Sie an einem Film mitgewirkt? Ja. Haben Sie ihn vielleicht entwickelt oder entworfen? Nein. Ihn gezeichnet? Nein. Schade, weil Tabaluga ist in Tutzing. Ich dachte vielleicht... Ach echt? Hart, aber herzlich. Arbeiten Sie mit Tieren? Nein. Arbeiten Sie mit Kindern? Nein. Arbeiten Sie mit Erwachsenen? Nein. Auch nicht? Nee. Also arbeiten Sie nicht mit anderen Menschen? Also, ja, natürlich sind irgendwo andere auch dabei, aber... Stehen Sie hinter der Kamera? Nein. Stehen Sie vor der Kamera? Ja. Aber Sie sind keine Schauspielerin? Nein. Sind Sie Moderatorin? Nein. Sind Sie... Hä? 600 Euro. Na, mal gucken, ob dem Bernhard jetzt was dazu eingefallen ist in der Zwischenzeit. Sie sind hart, aber herzlich. Sie sind eigentlich ganz nett, aber... Vor der Kamera machen Sie da ganz wilde Sachen. Ja. Sind Sie Stuntfrau? Ja. Und jetzt ist das Besondere daran, ne? Hat das mit Ihrem Alter zu tun? Nein. Nee. Sind Sie die erste Stuntfrau Deutschlands? Ja. Die noch aktiv ist. Sie sind die erste Stuntfrau Deutschlands, die bis heute aktiv ist. Bernhard, das ist richtig! Das war mal Teamwork, ne? Ja, ja, da so mit vor der Kamera, das war die entscheidende Frage. Das war die entscheidende und dann Frage, ja. Könnte man drauf kommen. Ja, in der Tat. Genau. Ja, Sibylle Brandl seit 1983 und die erste hauptberufliche Stuntfrau in Deutschland. Ja. Ne? Das muss man präziserweise noch dazu sagen. Ja, und da hat sie natürlich schon viel, viel gesammelt in dieser Zeit. Das waren vor allen Dingen Erfahrungen. Erfahrungen. Sie ist eine Frau, die aufs Ganze geht. Eine Frau, die keine Furcht kennt. Sibylle Brandl, die mit ihren waghalsigen Einsätzen Geschichte schrieb. Ich war 1983 Deutschlands erste hauptberufliche Stuntfrau und bin bis heute aktiv. Sie beginnt ihre Profikarriere aus dem Stand. Vor 40 Jahren mit einem Sturz von einer Brücke nahe München. 12 Meter in die Tiefe. Und das im freien Fall. Die Produktionsfirma bräuchten eine Frau, die von der Grünwalder Brücke springt. Ja, ich natürlich sofort zugesagt. Mein Mann damals, ja, bist denn du wahnsinnig? Du bist doch noch nie gesprungen. Ihre Ausbildung macht Sibylle damals in Australien bei dem Stuntman des Actionstreifens Mad Max 2. Ich habe als kleines Mädchen schon immer im Kino gesehen, dass sobald Hauptdarstellerinnen in brenzlige Situationen kommen, dann werden sie von Männern gedoubelt. Da war schon gleich der Gedanke, gibt's denn da keine Frau? Ja, das mache ich jetzt. Inzwischen hat sie so viele Einsätze gemeistert, sie kann sie nicht mehr zählen. Aber man kann Sibylle immer noch buchen. Obwohl ihr Beruf gefährlich ist, so ganz aufgeben will sie ihn nicht. Richtig lebensgefährliche Verletzungen hatte ich ja Gott sei Dank nie, aber so doch einige nach über 40 Jahren, das gehört dazu. Von den Gefahren ist Tochter Laura mindestens so wenig beeindruckt wie ihre Mutter.
Wir haben auf meinem Kindergeburtstag, wie Kinder halt so machen, rumgezappt und sind am James Bond hängen geblieben. Und die ganzen anderen Kinder waren total geschockt und das könnten sie heute Nacht überhaupt nicht schlafen. Da gibt's Explosionen und Schüsse und weiß der Geier. Und ich saß seelenruhig in meinem Pyjama auf der Couch und hab mir gedacht, ach Mai, das ist doch nur Mamas Arbeit. Und wenn alles kaputt ist, dann sagt der Regisseur Danke aus und alle gehen nach Hause. Trotz weniger Action im Job ist sie immer noch richtig fit. Aber wenn sie heute ins Auto steigt, dann doch bitte unfallfrei. Nee, nee, Stuntfrau. Sibylle Brandl. Wie sah denn die Ausbildung damals in Australien aus? Also was lernt man als allererstes? Das waren eigentlich hauptsächlich Autosachen. Aha, heute. Auch über so ein Auto abrollen? Ja, und so. Ja. Das hast du eben so ein bisschen angedeutet. Es gab die ein oder andere Verletzung. Zum Glück nichts, was lebensgefährlich war. Wie viele Knochenbrüche gab es in der Zeit? Knochenbrüche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wirklich so viel, ja? Ja. Passiert dann doch trotz aller Schutzmaßnahmen. Ja, man hat ja, dann wahrscheinlich doch bestimmte Dinge, die einen eigentlich davon abhalten sollen. Ja, vor allen Dingen, wenn man so viel arbeitet, weil das hat mich ja förmlich überrannt. Mhm. Als plötzlich publik wurde, da gibt es jetzt eine Frau in Deutschland, die macht das. Du musst nicht mehr Männer in Frauenkleider stecken, die Kameramänner und Regisseure. Ich kann näher rangehen, ich muss nicht mehr diese Amöbentotale, damit man nicht sieht, dass es ein Mann ist. Das hat mich ja überrollt. Und natürlich bleibt es nicht aus, wenn man jedes Monat zwischen 20 und 30 Drehtage hat, dass man sich auch verletzt. Weißt du, in wie vielen Filmen du mitgewirkt hast in der Zeit? Keine Ahnung. Aber ungefähr? Mehr als 100? Es könnten über 1000 sein. Wow. Das ist mehr als 100, richtig? Das ist mehr als 100. Das ist ein bisschen mehr als 100. Sibylle, auf dass noch viele dazukommen. Ja. 600 Euro sind es heute geworden. Okay. Ja. Dafür kann man dich wahrscheinlich sonst nicht mal einen Tag buchen. Aber, nein. Ja. Aber da ist ja das Schmerzensgeld auch mit inklusive beim Drehen. Ne? Heute war es vielleicht maximal vergnügungssteuerpflichtig. Ja, hat aber auch Spaß gemacht. Das freut uns sehr. Alles Gute, Sibylle Brandl aus Kutzing in Bayern. Unser nächster Gast. Kommt ursprünglich aus Deutschland, lebt aber in Frankreich. Klaus Ullmann, guten Abend. In Montclus sind Sie zu Hause? Genau. Wo kommen Sie ursprünglich her? Aus Neustadt an der Aisch. Okay, mehr verraten wir jetzt nicht. Nein. Na? Aber es gibt diese tolle Geschichte. So, wir haben es wieder ausgeblendet. Stefanie beginnt, stellt die ersten Fragen. Der Ratehinweis lautet, niemand hört, wenn Klaus kommt. Kennst du denn? Hallo Klaus, sind Sie Einbrecher? Nein. Nein. Ja, wir haben hier schon so viel gehört und gesehen und erlebt. Können Sie besonders leise sein? Hat das was mit Lautstärke zu tun? Zwei Fragen. Erste Frage, können Sie besonders leise sein? Ah, ja. Okay, haben Sie einen Weltrekord? Ja. Sie haben einen Weltrekord im Leise sein? Spielen Sie die Leichen im Film? Weil Sie können aufhören zu atmen und dadurch... Nein. Okay, dieses Leise sein, das machen Sie einfach so hobbymäßig? Ja, jein. Schon in Teilen auch beruflich. Okay, Sie sind in einer Umgebung, wo Sie leise sein müssen. Kirchen? Nicht müssen, nein. Nein. Es ist, na, müssen wir gut gucken, wo wir ja, nein sagen. Vincent. Also, lieber Klaus, Sie wollen auch leise sein. Ja. Ja, Sie machen das freiwillig. Ja. Und haben Spaß dabei. Ja. Ja. Und ist es ein sportlicher Weltrekord? Ja. Fliegen Sie?
Ja. Ja? Also geht es um Para, also um, um diesen wie heißt denn das, dieser, also Fallschirmspringen? Nein. Also nicht Fallschirmspringen, aber dieses, sind Sie in einem Flugzeug? Ja. Sie sind in einem Flugzeug? Ja. Und man hört Sie nicht kommen? Segelflugzeug? Ja. Okay, es geht um ein Segelflugzeug und Sie haben einen Weltrekord im Segelflugzeugfliegen. Das heißt, Sie haben die weiteste Strecke mit einem Segelflugzeug hingelegt, die je ein Mensch hingelegt hat. Ja. Dann und? Und? Was? Sehr, sehr gute Raderunde. Wow. Sehr gute Raderunde. Sehr gute Raderunde. Und? Mach den Sack zu. Jetzt müssen wir die wir suchen jetzt die Strecke von wo nach wo Sie geflogen sind? Nee, es oder gibt generell, noch, sind Sie mit dem, also ich fange mal ganz groß an. Sind Sie mit dem Segelflugzeug einmal um die Welt geflogen? Nein. Um die halbe Welt geflogen? Nein. Suchen wir den Zeitraum, den Sie in der Luft waren? Nee, das war schon alles okay, was Herr Vincent gesagt hat. Es gibt noch einen anderen unglaublichen Fakt. Also das, okay, also Sie waren alleine im Segelflugzeug? Nein. Ein Mehrfach, also mit mehreren. Und Derek, also Sie haben einen Rekord, haben Sie einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt? Den Rekord haben wir schon. Ja, nur ja? Dass er, welchen Rekord hattest du, dass er drin? Aber er ist noch mal, ist ja einfach nur den längsten Flug der Welt. Boah, weiß nicht, ob wir ihn da eingeladen hätten. Ja, deshalb wollte ich auf die Strecke, auf die Lieber Klaus, ich weiß von einem Freund, der Segelfliegen macht, dass Segelflüge nur in einer bestimmten Höhe stattfinden können. Sind Sie so weit oben gewesen wie kein anderer vor Ihnen? Ist das auch ein Rekord? Nein. Sie waren mit mehreren Menschen im Flugzeug? Ja. Das war kein Passagierflugzeug? Nein, klar. Waren das mehr als 5 Menschen? Nein. War das ein Mensch? Also ein Mensch zu dazu, zusätzlich. Ja, zu zweit. Ja. Haben Sie ein bestimmtes wissenschaftliches Experiment gemacht, während Sie unterwegs waren? Ich denke, viel zu kompliziert. Haben Sie es gemacht, als Sie Geburtstag hatten? Haben Sie geheiratet in dem Flugzeug? Nein. Haben Sie ein Kind bekommen mit Ihrer Frau in dem Flugzeug? Haben Sie... Es sind 800 Euro. Vincent, vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ja? Den längsten, ja, Vincent, ja, den längsten Segelflug der Welt. Lass uns an deinem Wissen teilen. Klaus hat einen Weltrekord in dem längsten Segelflug der Welt. Genau. Ja. Und jetzt ist die Frage, was... Die Länge haben wir. Was hat er noch? Hat er das Flugzeug selbst gebaut? In einem selbst gebaut. Ein das wäre was Neues. Ja. Das ist eine coole Idee. Ja, das ist gut. Ja. Selbst gebaut. Okay. Oder, nee, Kai guckt nicht zufrieden. Selbst gebaut, Schwachsinn. Kai guckt nie so richtig zufrieden. Blöde Idee. So, Stefanie, letzter Tipp. Dann mache ich das, woran du nicht glaubst, mit einem selbstgebauten Flugzeug. Hm? Selbstgebautes Flugzeug? Nein. Oh, was für eine bescheuerte Idee. Also wirklich. Selbstgebautes Flugzeug. Also. Ich fand's gar nicht so schlecht. Hatten wir auch schon mal ähnliches. Was ist denn noch besonders? Ich frage mich auch, was daran besonders ist. Klaus hat den Weltrekord mit dem längsten Segelflug der Welt zusammen mit seinem Partnerin. Nein, nein. Wisst ihr was? Was wir vergessen, das ist ewig lang her. Er war nämlich damals erst 12. Er war ein Kind. Als Kind hat er das gemacht. Und seitdem ist sein Rekord, den er als Kind gemacht hat, nicht wieder eingeholt worden. Du warst 12. Das ist etwa jetzt, hätte ich mal so 10 Jahre her. Oder so. Also auf jeden Fall so ein Altersding. Nein. Nein. Hm? Es ist noch viel besser. Ja, jetzt, das glaube ich. Mein Tipp ist, der Partner, der da neben ihm war, war ein prominenter Showmaster, Entertainer des deutschen Fernsehens. Ein Luftikus. Mit Vornamen Kai. Und das hast du mit Kai gemacht. Das wäre toll gewesen. Der jetzt den Anzug aufreißt und unter ihm ist ein Overall. Mhm. Ja, das wäre toll gewesen. Ich habe keine Ahnung. Nein. Ich weiß nicht, ob er das aushält. Ja, das ist die andere Frage. Ja? Leid geprüft. Ja. Aber Klaus, eins kann ich dir sagen. Herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Also absolut korrekt. Klaus hat den Weltrekord für den längsten Segelflug am Stück. Ja, aber
Er hat nicht nur einen, er hat nicht nur zwei, er hat nicht nur drei. Klaus hat insgesamt 52 Weltrekorde im Segelfliegen aufgestellt. Und wo er schon überall lang geflogen ist, auch über Mount Everest ist er schon geflogen. Ja. Verrückt. Krass. Und wie er kann. Höher, länger, weiter. Segelflieger Klaus Ohlmann genießt die Freiheit über den Wolken als Rekordjäger im Namen der Wissenschaft. Und ist mit seiner eigenen Segelflugschule in Südfrankreich dennoch auf dem Boden geblieben. Einen wunderschönen guten Morgen. Bonjour. Wind ist meine Spezialität. Ich liebe Gebirgsfliegen, Berge. Immer wenn ich den Mont Blanc oder andere Berge vor mir habe, dann sitze ich hier und sage, ich arbeite jetzt. Neben seinem luftigen Job stellt der gebürtige Mittelfranke aus Neustadt an der Aisch tatsächlich 52 Weltrekorde im Segelfliegen auf. Kaum zu glauben. Wenn man erst mal angefangen hat, kann man es nicht mehr lassen. Wie groß kann man denn fliegen? Wie weit reicht die Fantasie? Das ist die eigentliche Frage. Denn jeweils die sind ja meistens im Kopf. Wenn man sagt, das geht nicht, dann geht es auch tatsächlich nicht. Doch, doch. Die windigen Highlights des ehemaligen Zahnarztes, der längste Segelflug am Stück über die argentinischen Anden und der atemberaubende Flug über den Mount Everest 2014 als erster Himmelsegler überhaupt. Sein Erfolgsgeheimnis? Ein Weltrekord, 10 Versuche. So einfach ist das. Come fly with me, let's fly, let's fly. Und so geht's hoffentlich auch in Zukunft hoch hinaus. Für den segelnden Rekordpiloten Klaus Ohlmann. Klaus, wie lange ist man bei so einem 3000 Kilometer langen Flug in der Luft? Ja, 15 Stunden, 20 Minuten. Und das, da ist es dann schon eng, oder? Ja, also das ist ja im Tageszeitraum zu fliegen. Also eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang und eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang. Eine Sekunde zu spät gilt nicht. Okay. Auch wenn man 3500 Kilometer geflogen hätte, dann ist der Rekord verpasst. Was ist noch offen? Was kommt noch? Was dürfen wir noch erwarten? Ja, ich schaffe es nicht, mit einem Segelflugzeug um die Welt zu fliegen, im Segelflug. Aber ich habe vor, mit einem elektrischen Segelflugzeug, was allerdings nicht nur elektrisch ist, weil diese Distanzen kann man nur mit einem Hybrid-System lösen. Und das heißt, da ist ein kleiner Verbrenner, der braucht ungefähr 6 Liter pro Stunde. Und damit kann man um die Welt fliegen, nicht nonstop. Aber ich habe mit dem Flugzeug eine Reichweite von 3000 Kilometer, weil ein Segelflugzeug einfach sehr wenig Energie braucht. Und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr, vielleicht spätestens übernächstes Jahr, damit um die Welt fliege und damit mit dem Elektroflugzeug der Erste sein will, der das mit dem Elektroflugzeug macht. Da gehen 1000 Euro direkt ins Projektbudget, nehme ich an. Sehr gut. Ja, viel Spaß, viel Erfolg. Ja, danke für diese spannende Geschichte, für den Besuch. Ja, Klaus Ohlmann, meine Damen und Herren. Unser nächster Gast, Sandro Bauer, guten Abend. Hallo Sandro. Hallo. Kommst du aus der Oberpfalz? Richtig. Ja, sehr gut. Vincent wird als Erster seine Fragen stellen. Das ist natürlich gefährlich, ne? Weil wir haben ja gesehen, er ist sehr gewieft, stellt sehr gute Fragen, kommt auch häufig dem Ziel sehr nah. Ne? Find ich, finde richtig gut. Toi, toi, toi. Oh Gott. Okay. Ah. Gesagt, also. Ich habe ja 45 Sekunden, das Jahr. Ja. Schaffst du auch in 15. Komm. Vincent, der Ratehinweis lautet: Sandro spuckt gern große Töne. Lieber Sandro, suchen wir dein Hobby? Nein. Suchen wir deinen Beruf? Nein. Suchen wir eine Sammlung? Nein. Hast du etwas erfunden? Ja. Etwas entwickelt? Ja. Ist es was Musikalisches? Nein. Ist es was Lautes? Auch. Es ist laut. Ist es ein mechanisches Geräusch?
Nein. Was soll ich wird? Ist es ein menschlich erzeugtes Geräusch? Nein. Ist ein tierisch erzeugtes Geräusch? Ja, müssen wir schon mit Ja beantworten. Tier. Und Sie verstärken dieses Geräusch? Sie nehmen es auf? Nee. Aber Tiere spielen eine wichtige Rolle. Ohne Tiere geht's nicht. Ja. Ja. Sind es Haushaltstiere? Hm? Haushaltstiere. Spinnen, Mäuse. Genau, alles, was man so zu Hause findet. Genau, Silberfische. Ne? So was. Ne? Die ersten 200 Euro. Sandro? Sandro, die Tiere, die wir suchen, sind die sehr groß? Ja. Gibt es sie überhaupt? Nein. Nein. Machst du künstliche Geräusche? Baust du Geräusche zusammen? Nein. Nein. Machst du Geräusche für Tiere? Sind die im Fernsehen zu sehen oder im Kino? Nein. Nein. Sind die in Museen zu sehen? Nein. Also ich dachte, hat das mit Sauriern zu tun? Nein. Versuchst du herauszufinden, wie Geräusche von Tieren mal waren, die es nicht mehr gibt? Nein. Aber es geht um Tiergeräusche von Tieren, die es nicht gibt. Ja, auch, ja, aber nicht primär. Mhm. Ja? Mhm. 400 Euro. Lieber Sandro, hat das was Spucken, was mit Lamas zu tun? Nein. Hat es was mit einem speziellen Tier zu tun? Ja. Ein spezielles Tier, was wir bisher noch nicht erraten haben. Richtig. Ist es ein Tier, was in Afrika lebt? Nein. In Europa? Nein. Nein. In Asien? Nein. Nein. Okay, also ich merke schon. Ist es ein Einhorn? Nein. Spuckt gern große Töne? Ist es im Grunde ein ganz normaler Hund? Nein. Katze? Nein. Nein. Spuckt Töne? Sind Sie ein Speicheltester? Ein Tierspeichel? Nein. Tester? Nein. Na? Hat das was mit Animationsfilmen zu tun? Nein. Mit Büchern? Nein. Machen Sie die Töne selber mit Ihrem Mund? Nein. Also die werden technisch erzeugt? Geht nicht um die Töne. Hat das was mit Spucke zu tun? Nein. Ist etwas feucht dabei? Nein. Kann man das kaufen? Nein. Gehört das zum... Kann man das verschenken? Nein. Nein. Kann man sich das im Fernsehen anschauen, anhören? Theoretisch, ja. Ja. Hat es einen Bildungsauftrag dabei? Nein. Ein Tier. Dieses Tier, das haben Sie entwickelt? Ja. Ja. Und dieses Tier ist eine Mischung aus anderen Tieren, so zusammen? Ja. Ja. Ich glaube, es hat was mit dem Wolperdinger zu tun. Ja, also große Töne spucken. Großes Tier, Wolperdinger sind meistens sehr klein. Aber es gibt, in Furt im Walde gibt es den sogenannten Drachenstich. Und dort gibt es einen künstlichen Drachen, Spucken und Feuer und so. Der überraschenderweise gar nicht echt ist, sondern auf Rädern, aber der spuckt Feuer. Ja, das ist gut. Und vielleicht hat er einen feuerspuckenden Drachen, mit dem er so unterwegs ist und auf Kindergeburtstagen und sowas. Die Gästeschar wegbrennt. Die Größe variiert. Grillt. Sieht ein feuerspuckender Drache aus? Drachentöter. Er ist Siegfried. Er ist Siegfried. Vincent, du kannst ja den ersten Tipp abgeben. Wen ich auch süß fände, wäre aus der unendlichen Geschichte. Ach, Ja, Fuchur. Wie hieß er? Ja, genau. Sandro hat nämlich Fuchur erfunden. Gebaut. Ach. Als er sehr, sehr jung war. Nein, nein. Hm? Bernhard. Du bist der Fahrer des Drachen aus Furt im Walde, der feuerspuckend Feuer spuckt. Aber du hast einen Drachen, der Feuer spuckt. Ich würde das gelten lassen. Das ist richtig! Ja.
Er kommt tatsächlich aus Furt im Wald. Ne? Und da gibt es den berühmten Drachenstich. Schon gesehen. Ja, das älteste Volksschauspiel. Und er hat den berühmten Drachen dafür entwickelt. 11 Tonnen schwer. Ja? Wow. Also das ist wirklich sensationell. Also das, wenn Sie es noch nicht gesehen haben, sollten Sie sich unbedingt mal anschauen. In den Tiefen des bayerischen Waldes haust ein ganz besonderes Fabelwesen. Ein Drache. Sandro Bauer, Bürgermeister von Furt im Wald, haucht ihm Leben ein. Für den Furter Drachenstich, das älteste Volksschauspiel Deutschlands, haben wir den weltweit größten schreitenden Drachenroboter gebaut. 11 Tonnen schwer und über 15 Meter lang. Ein Riesenspektakel in Furt. Jedes Jahr. Der klassische Kampf Gut gegen Böse. Der Drache hat das Burgfräulein Maria gekidnappt. Ein Ritter soll sie befreien. 1990 legt Sandro selbst die Rüstung an. Man merkt auch, wie viel Emotion hier an dem Drachen hängt. Und das bringt am besten einen Slogan zum Ausdruck. Und zwar in Furt heißt es, Furt lebt, solange der Drache stirbt. 2 Jahre lang arbeitet er quasi eigenverantwortlich mit Hilfe der Ingenieurcrew am Mammutprojekt. Von der Hydraulik bis zur Kunsthaut. Ein technisches Wunder. Und verarzten geht hier auch ganz easy. Wenn der Ritter mit seinem Pferd gegen den Drachen kämpft, dann kann es schon mal passieren, dass es halt auch Blessuren beim Drachen gibt. Oder wenn er dann die Lanze hier in das Maul reinschleudert, dann kann es halt passieren, eben, dass auch mal ein Zahn zu Bruch geht. Neue Zähne? Kein Problem. Feuerspucken? Läuft auch. Doch auch ein Roboter macht mal Pause. Das war vor 3 Jahren, dass die Funkstrecke ausgefallen ist. Die Verbindung zwischen Fernsteuerung und Drache. Und der bleibt einfach genauso stehen, verharrt, wie er war. Und dass der seine Beine ausrichtet, das kann schon mal bis zu einer Minute und länger dauern. So, und dann sind alle anderen Darsteller gefordert, weil das ist nichts anderes, wie wenn ein Schauspieler seinen Text vergisst und dann rutscht einem schon das Herz in die Hose. Zu guter Letzt, das Ungeheuer haben sie Fanny getauft. In Furt im Wald haust jetzt eine Drachen-Lady. Dank Sandro Bauer. Sandro, wie war es in diesem Falle? Ist man erst Bürgermeister und widmet sich dann eines solchen Projekts? Oder realisiert man ein solches Projekt und wird dann zum Bürgermeister gewählt? Nein, ich war zuerst als Entwicklungsingenieur tätig und wurde dann Bürgermeister. Okay, wie wird er von A nach B gebracht? Also es gibt so einen Transportwagen, wo er drauf sitzt und wo er dann von A nach B transportiert wird. Aber das Besondere an dem ist ja, dass er auch auf den 4 Beinen gehen kann. Also bei dem Festspiel, da ist er im Einsatz, da muss er so eine Strecke von 30 Meter zurücklegen. Und da läuft er selbst auf seinen 4 Beinen. Wie oft muss er zur Inspektion? Da gibt es tatsächlich ein Wartungshandbuch, ja. Auch mit Diagnose, Software und so weiter, wenn es also Fehler gibt. Mhm. Und ist ähnlich wie beim Auto, da musst du in die Werkstatt und dann wird halt wieder Betriebsstoffe werden getauscht und so weiter. Also es ist wie eine Inspektion. Betriebsstoffe. Ja. Bernhard, woher kanntest du das? Ich war in den Ende 70er oder Anfang 80er, haben wir Urlaub gemacht im Bayerischen Wald. Und da waren wir auch in Furt und haben den Drachenstich gesehen. Nicht ganz so komplex, aber wie man sieht, das hat bleibenden Eindruck hinterlassen bei mir. Freut mich sehr. Die Stadt ist an sich sehr, sehr schön. Ja, ne? Das musste dem Bürgermeister ja nicht sagen. Aber den Leuten nicht. Genau. Okay, 800 Euro sind es geworden. Vielen Dank. Viele Grüße nach Furt im Walde an das ganze Team vom Drachenstich. Viel Erfolg für die nächsten großen Aufführungen. Das älteste Volksschauspiel Deutschlands. Dankeschön, Sandro Bauer. Das war ja wieder kaum zu glauben, was wir heute alles hier so gehört und gesehen haben. Und auch die fantastische Leistung unseres Rateteams war wieder allererste Sahne. Bernhard Hoecker, schöne Woche. Hubertus Meyer-Burkhardt, Stefanie Stumpf und ganz besonders hervorheben möchte ich Vincent Weiss. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Einen schönen Sonntagabend noch. Viel Spaß noch hier im NDR-Fernsehen. Dann eine gute Nacht. Morgen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, machen Sie es gut.